Ja, in diesem Haul geht es nur um dekorative Kosmetik, beziehungsweise um limitierte Kosmetik. Und da ist alles mit dabei. Drogerie und auch High-End-Produkte oder beziehungsweise die Mittelklasse. Und ich fange auch gleich sofort an, weil es wird ein etwas längeres Video. Macht euch darauf schon mal gefasst. Momentan gibt es ja von Essence aus der Twilight Saga Kollektion, wie auch letztes Jahr schon, eine Twilight Kollektion. Habe ich mich gerade wiederholt? Ja, ne? Und zwar heißt sie diesmal Breaking Dawn Part 2. Und das ist ein Blush. Die Farbnummer ist 01 Renesmee Red. So sieht der Blush aus. Den kann ich euch wirklich nur ans Herz legen. Und kauft den euch, wenn ihr den irgendwo noch findet. Der ist super pigmentiert. Nicht erschrecken. Ich finde den trotzdem super toll. Das ist so ein schönes Rostrot. Und ich finde es gerade perfekt für den Herbst. Und auch selbst für die Hellhäutigen unter euch finde ich das gerade sehr schön. Das sieht aus wie eine natürliche Errötung. Und wenn man den dann halt gut verblendet, hat man wirklich diesen wunderschönen rötlichen Touch auf den Wangen, was jetzt gerade perfekt für diese Jahreszeit ist. Gekostet hat dieser Blush 2,75 €. Es gab noch einen sehr schönen Highlighter, einen schönen goldenen Highlighter. Wenn ihr auf der Suche nach einem guten Highlighter seid und nicht viel Geld ausgeben wollt, dann kann ich den euch nur empfehlen. Es kostet auch, glaube ich, zwischen 2 und 4 € und der war auch wirklich toll. Also der war zwar kein grober Glitzer oder so, ein richtig schöner goldener Schimmer. Ich habe nur schon so viele Highlighter, dass ich den jetzt einfach ausgelassen habe. Ich habe mir aus der Kollektion noch drei Pigmente mitgenommen. Leider habe ich von den Nagellacken nichts mehr abbekommen, aber das ist auch nicht so schlimm. Und zwar einmal die Farbe 02 Alice Had a Vision Da Again. ist er. Wie ihr sehen könnt, richtig toll, super pigmentiert. Das ist ein wunderschönes tiefes Lila. 01 Jacob's Protection. Da. Auch wirklich toll pigmentiert, lässt sich super gut wirklich mitarbeiten, weil es so fein gemahlen ist. Und die Pigmente kosten 2,45 €, was ich super finde vom Preis. Und diese Farbe ist ja mal echt der Hammer. 03 A Piece of Forever. Wie ihr sehen könnt, sind das wirklich nur die Glitzerpartikel, die zum Schein, also die sich wirklich nur erkennen lassen. Und so ein leichter goldener Schein ist auch mit dabei. Aber das habe ich mir genauso gedacht. So wollte ich das eigentlich. Dann habe ich mir zwei Nagellacke geholt von Essie. Und die sind, glaube ich, beide limitiert. Und die habe ich beide aus so einem Töpfchen rausgekrabbelt. Und ich bin ganz froh, dass ich sie noch bekommen habe. Und zwar ist es einmal die Farbe Skirting the Issue. Das ist ein wunderschöner, dunkelroter Burgunder Nagellack, der wirklich super auf den Nägel ausschaut. Und genau so einen Ton hatte ich gesucht gehabt. Und der hat mir sofort ins Auge gestochen. Fragt mich jetzt nur nicht, aus welcher Kollektion dieser Nagellack ist oder der nächste, den ich euch gleich zeige. Aber die Farbe ist einfach nur genial. Essie-Nagellacke kosten 7,95 €. Und diese Farbe hier, davon hat irgendwie ganz YouTube gesprochen, sowohl die amerikanischen YouTuber als auch die deutschen. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ist das ein limitierter oder ist das ein ganz normales Standardsortiment? Und als ich mich ein bisschen durchgestöbert habe, habe ich gemerkt, dass ich den überhaupt nicht finde. Und anscheinend war der limitiert und ich habe den verpasst gehabt. Und zu meinem Glück war der noch mit in dieser Grabbelbox. Es war keine Box, sondern so ein Gläs, also so eine Glasschale. Und da machen sie die eigentlich immer rein, die limitiert sind, wenn da jetzt eine neue wieder raus ist und die Platz machen müssen. Und ich habe da einfach so ganz zufällig reingegriffen, wollte nur gucken, wie die Farbe heißt und dann habe ich gesehen, das ist der Nagellack. Die Rede ist von dem Nagellack Fiji. Das ist ein wunderschöner, sehr, sehr pastelliger Rosaton, der schon fast ins Weiße rübergeht. Aber es ist ein wunderschönes Nude und ich hoffe, der kommt auf meinen Nägeln genauso gut rüber wie bei den anderen allen. Bei den allen anderen. Gutes Deutsch. Und ja, auch 7,95 €. Dann habe ich einen super Tipp für euch da draußen. All die, die auf nudige bzw. neutrale Lidschattenfarben stehen, sich gerne neutrale Ammos schminken, aber ungern viel Geld für eine Palette ausgeben möchten, wie die Naked Palette zum Beispiel. Es gibt von Miss Celine aus der Runway-Kollektion momentan diese Paletten in drei verschiedenen Farbrichtungen. Das ist die Farbe 2. Wie ihr sehen könnt, ist die sehr neutral gehalten. Da ist ein matter, ich klappe den mal auf.
Da ist nämlich ein matter Highlighter-Ton mit bei und ein fast schwarz matter, also fast matter schwarzer Highlighter-Ton. Der Rest ist schimmrig. Und ich habe mich heute auch damit geschminkt. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Lässt sich super mitarbeiten. Die Farben sind sehr buttrig, lassen sich gut auftragen, kaum bröselig. Also zumindest die Farben, die ich heute benutzt habe. Und lassen sich auch gut verblenden. Was die Haltbarkeit angeht, kann ich jetzt nichts dazu sagen, da ich sie erst vor ein paar Stunden aufgetragen habe. Aber das ist eine super Palette und Kostenpunkt 7,79 €. Zieht euch das mal rein. Das ist wirklich super für so eine Palette. Und wie gesagt, die ist limitiert. Und schaut mal bei eurem Müller oder im Kaufhof vorbei. Da haben sie die Marken, also da haben sie die Marke Misseline. Und die beiden anderen Paletten, es war eine Smoky Eye Palette noch mit bei und eine etwas buntere Palette. Aber diese neutrale Palette kann ich euch nur ans Herz legen. Schaut sie euch an. Wenn ihr nicht viel Geld für neutrale Lidschattenpaletten ausgeben wollt, ist sie wirklich ein Kauf wert. Dann habe ich mir einen Lippenstift von Rimmel geholt. Und zwar die aus der Kate Moss Reihe, die Farbe 20. Das ist ein hotter neonpinker Lippenstift, den swatche ich euch jetzt nicht, weil ich den auf den Lippen habe, wie ihr sehen könnt. Der haut wirklich rein. Von der Konsistenz, oh Gott, das juckt, von der Konsistenz finde ich ihn 1A. Also der ist super schön cremig, lässt sich super auftragen auf den Lippen, hält wunderbar, zieht sich nicht in die Fältchen rein und es gab auch andere Farben, die waren auch wunderschön. Und die kosten, glaube ich, 4,49 €. Und ich finde das super für den Preis. Dann gibt es momentan bei Douglas von Clinique diese Chubby Sticks in einer Probiergröße zu kaufen für 6 €. Und wenn ihr genauso geizig wart wie ich und euch die nicht in Original geholt habt, aber trotzdem sie mal testen möchtet, kann ich sie euch nur empfehlen, weil es das auch eine wunderschöne Farbe ist. Und zwar die Farbnummer 04 Mega Melon. So sieht das aus. Und Chubby Sticks sind ja sehr schier gehalten. Mehr so Feuchtigkeit spenden und ein Hauch von Farbe. Man kann sie schichten. Aber sie sind sehr glossig und schier, wie ihr sehen könnt. Eine wunderschöne Farbe, ähnelt meiner Naturlippenfarbe. Wird sie wahrscheinlich nur ein bisschen verstärken und glossiger machen. Wie gesagt, aktuell noch bei Douglas zu geben, wenn ich mich nicht irre. Ich habe sie jetzt vor 2 Wochen gekauft. Aber müsste es noch geben. Und 6 € ist ein Hammerpreis zum Testen. Super. Bei Original kosten die, glaube ich, 16 oder 19 €. Dann gibt es von Art Deco eine Limited Edition und zwar die Glam Couture Reihe. Glam Couture, so spricht man das aus. Die Glam Couture Reihe. Und da gab es wunderschöne metallische Lidschatten. So sehen die in der Verpackung aus. Und wie ihr sehen könnt, ist das so ein tolles Muster. Das sieht aus wie eine Muschel, was ich richtig toll finde. Und die sind so geriffelt, glaube ich, nennt man das so. Auf jeden Fall ist das kein glatter Lidschatten. Das ist die Farbe 23. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, da nicht alle Lidschatten mitzunehmen. Aber der Preis ist schon ziemlich, ganz schön teuer dafür, dass es Art Deco ist. Der Lidschatten kostet 14,80 €. Und deswegen habe ich nur einen einzigen mitgenommen, auch wenn die anderen Farben wirklich toll waren. Es gab auch Lippenstifte, die waren leider ausverkauft. Und die Farbe ist auch richtig gut pigmentiert, schön metallisch. Und es ist so ein Duochrom, also der schimmert in 2 Farben. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Kamera einfängt. Eigentlich ist das eher so ein Pink und dann mit so einem Lila noch. Ja, ich glaube nicht. Aber ihr seht, das ist wirklich eine schöne Farbe. Lässt sich auch wirklich gut auftragen. Dann gibt es von Bobbi Brown momentan eine Kollektion. Ich weiß allerdings nicht, wie die Kollektion heißt. Da sind auf jeden Fall 4 oder 5 Lippenstifte mit dabei, ein paar Blushes und ich glaube auch Lipglosse. Und ich habe mir einen Lippenstift mitgenommen und eigentlich wollte ich den anderen haben, aber irgendwie hat mich dann der hier mehr angesprochen. Das ist die Farbe 31 und ich hoffe, ich spreche das gerade richtig aus. Aber Pink oder Uber Pink. Es ist ein wunderschöner Pinkton, ein Movi-stichiger Pink. Aber was ist Pink? Ein alt-rosa Mauve-Ton, würde man eher sagen. Aus der Rich Lip Color Reihe. Und das ist wirklich eine wunderschöne Farbe. Und da es den nur noch 2 Mal dort bei meinem Douglas gab, habe ich den einfach mitgenommen. Und wie ihr sehen könnt, super Deckkraft, richtig cremig, aber kein glossiger Finish oder so. Ähnelt ein bisschen den Amplified Finishes von MAC. Das heißt ziemlich deckend und cremig, aber nicht allzu glänzend.
Die kosten 24,95 und die andere Farbe, die ich meinte, das war aber oder Uber Beige. Oh, ich muss mal eben mal drücken. Und das war ein wunderschöner Nude-Ton, mehr so Peachy-Einschlag und einfach nur toll. Also guckt euch mal die Lippenstifte an, sind einfach nur sehr schön. Es gibt auch schon wie letztes Jahr von Catrice die Big City Life Limited Edition. Und ich habe letztes Jahr keinen abbekommen und ich wollte unbedingt dieses Jahr eins haben. Auch wenn sie nicht wirklich so toll sind, die Paletten, muss ich echt wirklich gestehen. Aber wie gesagt, ich wollte unbedingt eins haben und mich hat die Palette, also die Paris-Palette am meisten interessiert und angesprochen. Nicht nur von der Verpackung her auch, weil es dann halt rosa ist. Ups, ich habe es gerade mit dem Lippenstift beschmiert. Sondern auch von den Farben her. Leider sind sie auch wie letztes Jahr nicht so gut pigmentiert, aber da das so neutrale, helle Farben sind, macht mir das nicht so ganz aus. Ich zeige euch das mal von innen. Das sind die Farben, also das sind hier Lidschattenfarben, 6 Lidschattenfarben habt ihr und 2 Blushes. Dann gibt es noch einen schwarzen Kajalstift und einen Applikator. Kosten tun sie, muss mal eben gucken. Was ist denn hier irgendwo? Ich habe die leider nicht mehr, den Kassenbon. Auf jeden Fall irgendwas unter 8 Euro, also 7 Euro irgendwas kosten die Paletten. Und da finde ich die Blushes zum Beispiel sehr interessant, aber wie gesagt, alles nicht sehr gerade stark pigmentiert, aber trotzdem eine interessante, schöne Farbe. Und auch die Lidschatten fand ich nett. Nett. Mein Ausdruck heißt nett. Da, ihr könnt sehen, die sind nicht so stark pigmentiert, aber ist okay. Der hier zum Beispiel gar nicht. Ja, sieht man leider nicht. Aber wie gesagt, ich wollte die Palette einfach haben, weil ich eine Sammlerin bin und ich wollte unbedingt eins in meiner Kollektion haben. Daher habe ich die Paris-Palette mitgenommen und mein Pulli wirkt mich gerade. Dann gibt es von Catrice noch eine andere Kollektion und zwar, wie heißt die überhaupt? Spektakulär. Spektakulart? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, da fand ich die Sachen gar nicht so toll. Also überhaupt nicht. Die Lacke waren voll langweilig. Die Lippenstifte, die waren so schier, dass man gar nichts mehr gesehen hat. Und dafür gebe ich kein Geld aus. Und auch andere Sachen haben mich nicht so sehr interessiert. Ich habe nur 2 Produkte daraus mitgenommen. Und zwar einmal den Highlighter und wie immer eine sehr schöne Verpackung. Ich liebe ja diese neuen Catrice-Verpackungen, einfach super schön gemacht. Und der Highlighter heißt Artfully Lustrous 01. Und das ist wirklich ein schöner Highlighter, den kann ich echt nur empfehlen. Ich kaufe mir normalerweise nicht so viele Highlighter aus der Drogerie, weil ich ja schon diese ganzen High-End-Produkte habe und sie auch wirklich täglich nutze. Aber den fand ich einfach toll und der musste mit. Der ist so schön buttrig, weich, absolut nicht glitzerig oder so, kein Glitzerpartikel. Aber wenn man den verblendet, hat man einen schönen, leichten Schimmer. Ich weiß nicht, ob man das jetzt erkennt. Da, seht ihr? Wirklich toll. Sehr schön, sehr dezent, gefällt mir ganz gut für den Alltag und absolut keine Glitzerpartikel, was mir sehr wichtig war. Unter 4 Euro, 3 Euro irgendwas waren das. Da habe ich leider den Kassenbon auch nicht mehr. Dann habe ich mir aus der gleichen Kollektion noch einen Eyeliner Pen mitgenommen. Der heißt Superfine Eyeliner Pen und das ist eine Farbe... Eine schwarze Farbe auf jeden Fall. Ich habe den mitgenommen, weil er so eine extrem feine Spitze hat und das finde ich super. Und so einen habe ich schon so lange gesucht und die meisten sind etwas dicker vorne. Und dadurch, dass er so eine feine Spitze hat, finde ich, kann man super richtig feine Striche ziehen und auch wirklich präzise am Auge arbeiten. Der hat, glaube ich, auch irgendwas mit 2 Euro irgendwas gekostet. Ja. Dann hat Catrice noch eine andere Kollektion gehabt oder ist es dieselbe Kollektion? Muss mal eben gucken, ob es dieselbe Kollektion ist. Ah, das ist dieselbe Kollektion. Die Lidschatten, die sind toll. Die kann ich euch super empfehlen. Die sind super pigmentiert, super tolle Farben mit bei. Aber ich habe schon so viel und da musste es einfach nicht sein. Auch wenn mich wirklich alle Farben interessiert haben und alle Farben toll waren, habe ich mir nur ein einziges mitgenommen, weil ich eigentlich so einen hellen Silberton überhaupt nicht besitze, komischerweise. Und da der so stark pigmentiert war und metallisch war, musste der mit.
So sieht das in der Verpackung aus. Und das ist die Farbe 03 Treasure It. Und ich finde die Aufmachung total schön. Seht ihr das? Total schön gewebt irgendwie. Und hat irgendwie innen drin so eine coole noch. Sehen ein bisschen aus wie diese Kiko Wet Lidschatten. Ja. Und Kostenpunkt auch 2 Euro irgendwas. Und wie ihr sehen könnt, super pigmentiert. Und die Farbe fand ich einfach nur toll. Es ist so ein schönes, silbriges, metallisches Silber, Grau. Dann habe ich noch von P2 aus der Vintage Glamour LE einen Lidschatten mitgenommen. Der war eigentlich überall schon ausverkauft, als der rauskam. Und dann habe ich den zufällig noch in irgendeinem DM gefunden und es war der letzte. Und der musste unbedingt mit. Das ist die Farbe Orange Blast. Das ist ein wunderschöner Cranberry-Ton. Richtig toll. Und da ist, finde ich, die Aufmachung auch richtig gut gelungen. Das hat eher so ein Reptilmuster und ist auch ist richtig gut pigmentiert. Erinnert mich extrem stark an MAC Cranberry. Ich finde die Farbe richtig toll jetzt für den Herbst. Und ich trage gerne solche Farben. Auch vor allem als Smoky Eye oder in der Lidfalte aufzutragen, die Farbe. P2 Keep the Secret LE. Das ist alles aus dieser LE, weil sie mich angesprochen hat. Ich fand die Sachen einfach toll. Ich finde die Verpackung toll. Es sieht so schön edel aus. Da habe ich mir zum Beispiel, es gab 4 Nagellacke. Ich habe mir 3 mitgenommen. Und zwar einmal die Farbe, das sind alles metallische Nagellacke. Molten Bronze. Und ich finde, das ist wunderschön, die Farbe. Der kommt jetzt etwas dunkler rüber, als der eigentlich ist. Und es ist ein wunderschöner metallischer Nagellack in so einem schönen Bronzeton. Dann habe ich mir die Farbe Eternal Rose noch mitgenommen. Das ist ein wunderschöner rosa Ton. Die letzte Farbe ist Magic Purple. Das ist ein wunderschöner lila Ton. Wirklich sehr dunkles Lila, sehr metallisch. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ich bin mal gespannt, wie sie im Auftrag sind. Die haben, glaube ich, 2 Euro irgendwas gekostet, die Nagellacke. Weiß ich jetzt leider nicht mehr. Dann gab es 3 Lippenstifte zur Auswahl. Ich habe 3 mitgenommen, allerdings 2 für mich und einen für euch. Das kommt noch mit in die Verlosung. Und zwar habe ich einmal die Farbe 020 Rosewood Myth. Und so sieht erstmal die Verpackung aus. Wie ihr sehen könnt, sehr edel gehalten. Das ist so ein glänzendes, metallisches Gehäuse in so ein ja, lila Silber. Und die Farbe gefällt mir auch sehr gut. Riechen tut es nach gar nichts. Das ist so ein, ja, so ein Rosenholz, etwas dunkleres Rosenholz. Das swatche ich euch mal eben. Die sind super pigmentiert, aber sehr cremig und butterig. Also sehr cremig, diese Lippenstifte, weil mir bei dem anderen ein Fauxpas passiert ist. Und bei dem hier fast auch eben. Die sind, ihr müsst mal ein bisschen aufpassen, die sind extrem cremig, wie ihr sehen könnt, und sehr gut deckend und die brechen sonst. Und das ist mir bei dem anderen Ton passiert. Plum Majesty. Und wie ihr sehen könnt, ist von dem Lippenstift nicht mehr viel übrig. Da ist mir die Hälfte abgebrochen und ich musste sie irgendwie noch präparieren. Und das ist ein wunderschöner, flaumiger, lila Ton. Und jetzt für den Herbst natürlich perfekt. Aber so cremig. Ich weiß nicht, wie sie echt auf den Lippen halten. Das kann ich euch erst später sagen. Das ist die Farbe und ist einfach nur toll. Erinnert mich ein bisschen an Rebel. Aber Rebel ist etwas pinkiger und dunkler. Aber das ist auch eine wirklich sehr, sehr schöne Farbe. Einen Lidschattenstift. Ich habe mir 2 mitgenommen gehabt. Einen habe ich meiner Mama geschenkt. Das war der dunkle schwarze, der so schön geglitzert hat. Und mir habe ich einen gegönnt, weil ich finde, für P2 haben sie diesmal echt viel Geld verlangt. Knapp 5 Euro kosten diese Lidschattenstifte. Und das ist die Farbe Dark Desire. So sieht das aus in der Verpackung. Auch wenn die Farben wirklich sehr schön sehr schön waren, war mir das doch ein bisschen zu teuer. Das ist hier die Farbe, so ein schöner metallisches, welche Farbe nenne ich das denn? So ein Topi-Lila, ja, so ein Top-Lila ist das. Richtig schön, lässt sich sehr toll auftragen, habe ich schon getragen. Aber wie gesagt, da war mir der Preis ein bisschen zu heftig. Habe ich mir nur einen mitgenommen. Dann habe ich mir noch zu guter Letzt einen Perfect Color Lip Liner von P2 mitgenommen. Und zwar die Farbe Glamour Diva. Und aus welcher Kollektion war der denn? Keine Ahnung.
Aber der war auf jeden Fall in diesem Fenster drin, wo diese ganzen Limited Editions drin sind. Und das ist die Farbe, wie gesagt, Glamour Diva. Und ich finde, sie passt natürlich perfekt zu den P2 Lippenstift und auch zu allen anderen dunklen Lippenstifte, wie auch Rebel von MAC, oder man trägt den einfach alleine als Lippenstift und füllt die Lippen damit aus, weil der schön cremig ist und lässt sich gut verteilen. Kostenpunkt 2 Euro, glaube ich. Oh, na, Scherben sollen Glück bringen. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade gehört habt. Ja. Das war mein etwas längerer Limited Edition Haul für euch. Also beeilt euch, die Sachen gibt es immer noch aktuell in der Drogerie zu erhalten. Und ja, ich würde mich auf einen Daumen hoch oder Kommentare von euch sehr freuen. Bye, bye.